Jetzt geht's um die letzte Beschleunigung, um die Kraft. Reicht sie? Nein, es wird gestolpert und es wird gefangen. Alter, was für ein Lauf. FPV-Drohnen bei einer TV-Show wie Catch einzusetzen, bei der Parkourer und Athleten sich über mehrere Ebenen jagen und dabei waghalsige Manöver vollführen, ist eine heikle Angelegenheit. Da jeder Run nur ein einziges Mal durchgeführt wird, ist es unabdingbar, dass vorher wichtige Absprachen getroffen werden und eine genaue Planung mit der Regie vonnöten ist. Zusätzlich zum ausführlichen Test der Videostrecke bei so viel Frequenzstreufeuer auf engem Raum waren vor allem drei große Fragen zu klären. Wie stelle ich mich auf die Moves der Athleten ein? Viele Parkourer hatten Zeit zu proben, aber nicht alle wollten sich vorab in die Karten gucken lassen. Somit konnte ich nicht wissen, was die Läufer in der Luft und bei großen Sprüngen für spektakuläre Stunts raushauen. Zweitens, wie nah kann ich ran, sodass ich noch reagieren kann, wenn jemand stoppt? Verletzungen sollten unter allen Umständen vermieden werden und ich wollte niemandem meinen Propellerabdruck auf den Hinterkopf tätowieren. Und drittens, welche Lines kann ich überhaupt fliegen, um die Athleten bestmöglich im Bild zu behalten, ohne dabei die anderen Kamerateams zu stören, die an der Rennstrecke überall verteilt stehen, um ebenfalls die besten Bilder fürs TV einzufangen. All das klären wir heute und gucken uns im Detail an, wie geht FPV bei Catch. Zuerst einmal wollte ich noch meinen Respekt aussprechen und ein riesengroßes Dankeschön loswerden an alle Athletinnen und Athleten, die dabei waren. Ein paar von euch durfte ich ja persönlich kennenlernen. Silke Solfrank zum Beispiel. Ich würde so eine Drohne einfach komplett kaputt machen. Die Parkour-Athletin stellt sich in einer späteren Vlog-Episode noch als hervorragende FPV-Sim-Pilotin raus und hat alle Gegner und Gegnerinnen bei dieser Catch-Staffel das Fürchten gelehrt. Dennis Korra, ein begnadeter Parkourer, der auch bei den Proben schon alles gegeben hat. Er war der Einzige, der es geschafft hat, im Stuntwerk jemanden zu fangen und mit einem Catch zu punkten. Und nicht zu vergessen Raffi Debatin, der Parkour-Architekt ist und der mir viel von seiner Passion während der Produktion der Show mitgegeben hat. Und natürlich muss Brainpool und die Produktionsfirma dahinter mal erwähnt werden. Die Leute, die da arbeiten, sind einfach nur der Wahnsinn. Wenn es nur mehr Shows von euch pro Jahr geben würde, dann wäre das Fernsehen vielleicht noch zu retten. Ich war wirklich sehr beeindruckt, wie toll das bei euch gelaufen ist. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Tobi und Frank, die uns das Vertrauen geschenkt haben, das Ding so durchzuziehen. Uns? Ja, richtig, ab Episode 2 und Vlog Episode 2 ist dann auch noch Sebastian dabei, der mir einfach wahnsinnig geholfen hat und mit seiner professionellen Art wirklich auch sich super eingefügt hat in unser Team, das ja im Prinzip auch aus Camp4Pro bestand, denn wir waren ja ursprünglich mal für Camp4Pro dort vor Ort, die ganze Staffel da auch mit GoPros ausgerüstet haben, darf natürlich nicht vergessen werden. Wenn euch der Abstecher ins TV heute mit Spinfast und mit Catch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da für diese Episode und wenn ihr heute neu seid, dann auch vielleicht ein Abo und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir hier ein neues Video online schalten. Und jetzt verrate ich euch ein bisschen mehr, wie das im Stuntwerk alles funktioniert hat. Für die Flüge im Stuntwerk kam bei uns der Holy Bro Copis gepaart mit einer gestrippten GoPro 6 zum Einsatz. Die gestrippte Kamera deshalb, damit das Gesamtgewicht nicht über 250 Gramm kommt. Indoor hat man zwar keine Restriktionen, was die Luft-VO angeht, dennoch wollte ich sicherstellen, dass das Verletzungsrisiko so gering wie möglich ist und da zählt natürlich jedes Gramm. Die Aufnahmen wurden alle im Bildformat 4:3 aufgenommen. Unsere Postproduktionssoftware RealSteady braucht dieses Format, um dann am besten arbeiten zu können. Die Stabilisierung croppt ja etwas rein und am Ende kommt dann 16:9 dabei raus. Der Ablauf bei Catch, diese vier Runs, die konnten nur bedingt geprobt werden. Einige der späteren Teilnehmer wie Raffi, Norman oder Dennis konnten mir ein paar Testruns bieten, allerdings konnten sie sich am Tag des Drehs auch nicht vollkommen verausgaben. Und ich hatte keine Garantie, dass das später im heißen Durchgang auch genau so passieren würde. Es war quasi fast wie eine Live-Sendung. Die ersten Probeflüge in der Kletterhalle waren für mich dann auch nur grobe Orientierung, da ich ohne das Kamerateam, ohne die Zuschauer, die Athleten und Athletinnen, die dann überall rumstanden, proben musste, das war alles noch nicht vorhanden. Somit konnte ich nur ungefähr abschätzen, wie dann meine Flugroute auszusehen hat. Direkt vor den vier Runs hatte ich genau einen Durchlauf, um zu testen, wo kann ich eigentlich genau langfliegen. An dieser Stelle noch einen dicken Shoutout an die Jungs vom Licht, die mir bei jeder Landung ein bisschen mehr geholfen haben, mein Ziel nicht zu verfehlen. Wenn einem die Finger so zittern, dann kann schon mal was schief gehen.
An manchen Stellen des Parcours war es dann noch so eng, dass ich die Kurven ein bisschen gedrosselter fliegen musste, um sicherzustellen, dass ich die Steadycams, die Shouldercams und die Tripods dann einfach nicht aus Versehen mitnehme. Natürlich musste ich mich auch jedem Lauf individuell anpassen und abschätzen können, wie nah ich ran kann. Bei Dario im letzten Lauf hat es beinahe eingeschlagen, aber zum Glück hatte ich mir die kritische Stelle vorher ausgeguckt und Ausweichmanöver eingeplant und geübt. Dass ich den fantastischen Lauf von Max und Dennis vor allem dann am Ende auch so eingefangen habe, obwohl die beiden übereinander gefallen sind, war dann allerdings auch wirklich ein bisschen Glück. Und die größte Herausforderung war dann eigentlich, die riesengroßen Sprünge richtig einzufangen, sodass sie immer on camera sind. In jedem Lauf waren 2 4-Meter-Drops eingebaut, die die meisten Parcourer auch mit einem Salto und einer abschließenden Rolle abgeschlossen haben. Nicht immer glückte die Aufnahme dabei so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich hätte mich zum Beispiel früher um die Athleten rumbewegen können, allerdings wäre ich dann Gefahr gelaufen, vielleicht den Anschluss zu verpassen und die nächste Aktion nicht mehr im Blick zu haben. Das war ja eigentlich die Aufgabe, der Fänger musste immer im Fokus bleiben. Die ganze Aktion bei Catch, bei Brainpool, bei Sat1 war auf jeden Fall sehr aufregend und es hat eine Menge Spaß gemacht. Auch zu den anderen Folgen, die jetzt jeden Freitag kommen von Catch, wollen wir euch ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage zeigen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn wir dazu Videos raushauen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, das war's von SpinFast. Wenn ihr hier das nächste Video anklickt, dann bekommt ihr einen Einblick, wie ihr auch mit FPV anfangen könnt. Viel Spaß!